Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, bei diesen Fällen, die David Poleides in seinen Büchern schildert, da ist ja die Frage, was passiert diesen Menschen? Wer oder was lässt sie verschwinden? Und darüber werden ja eine ganze Menge Theorien aufgestellt. Und diese Theorien, die kann man ja in sehr vielen Foren oder in den Kommentaren unter verschiedenen Videos lesen. Aber es gibt auch Berichte von Menschen, die irgendetwas Merkwürdiges in der Wildnis erlebt haben wollen, das sogar bis dahin reicht, dass sie sagen, sie wären beinahe von irgendetwas entführt worden. Ein paar dieser Fälle, die hören wir uns heute einmal an. Und da ist die Frage, kann man das in Verbindung bringen mit den Fällen von Poleides oder ist das etwas Eigenständiges? Und natürlich muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er diese Fälle akzeptiert, also ob er sie glaubt oder nicht. Auch das ist ja immer wieder eine entscheidende Frage bei diesen Berichten, die jetzt nicht eindeutig durch Polizeiberichte belegt sind, wobei dann jemand wirklich verschwunden ist oder verstarb. Also nehmt euch mal einen Kaffee und einen Keks und dann lehnt euch zurück und hört euch diese Dinge einfach einmal an. Wenn ihr euch hier auf YouTube mal die Videos ansieht aus den Bereichen Bushcraft oder Survival, da werdet ihr feststellen, dass dort immer mehr Frauen ihre Videos veröffentlichen. Die sind manchmal tagelang allein im Wald unterwegs und die ernähren sich dann von dem, was der deutsche Wald zu bieten hat. Also alte Plastikflaschen, Autoreifen, Kühlschränke und dem Müll von Idiotenwanderern. Nein, also ihr wisst, was ich meine. Aber es ist auffällig, dass immer mehr Frauen alleine durch die Wildnis ziehen. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber es werden halt immer mehr. In den USA, da gibt es diesen Trend schon länger. Und aufgrund der Größe dieser Waldgebiete, die es dort gibt, da kann man dann wirklich weit ab von der Zivilisation sein und sich dort durchschlagen. Und es gibt jede Menge Berichte von Menschen, die dort in dieser Wildnis dann irgendetwas Merkwürdiges erlebt haben wollen. Und sogar so Sender wie TLC, ich habe das ja schon einmal angesprochen, die haben das mittlerweile dann auch mitbekommen. Und so haben die es dann fertig bekommen, mir diese Berichte zu klauen, die ich so auf Lager hatte, und daraus dann eine Serie zu machen. Schweinerei möchte ich da nochmal erwähnen, aber naja, ich habe ja kein Copyright darauf. Eine junge Frau namens Tammy, die ist eben auch Anhängerin dieses Hobby Bushcraft und die läuft da auch tagelang in den USA durch die Wildnis. Und die berichtete einmal von einem Erlebnis, das hat ihr dieses Hobby erst einmal für die nächsten Monate ein bisschen madig gemacht, was man durchaus verstehen kann. Das Ganze soll sich im Arapahoe National Forest in Colorado zugetragen haben. Tammy war dort, wie sie berichtete, seit 2 Tagen unterwegs. Gegen Mittag ging sie dann durch einen sehr dicht bewachsenen Wald. Da die Bäume um sie herum sehr hoch und groß gewachsen waren, da traf nur sehr wenig Licht auf den Boden. Dementsprechend war es relativ dunkel in diesem Waldstück. Sie berichtete, dass das Ganze damit begann, dass sie so einen merkwürdigen Brummton vernahm, kaum zu hören, aber sehr dunkel, und sie hatte den Eindruck, dass der Boden unter ihr leicht vibrieren würde. Das war etwas, das sie nicht kannte, und das beunruhigte sie natürlich so ein bisschen, und sie sah sich um, aber sie entdeckte nichts Auffälliges. Ein paar Minuten später, da vernahm sie dann ein Geräusch in der Ferne, das sich so anhörte, als ob irgendetwas Großes durch den Wald hindurch sausen würde und Bäume kippte und Äste abbrach. Und dieses Geräusch kam rasch näher, und da bekam sie es dann mit der Angst zu tun. Sie drehte sich in alle Richtungen herum, aber sie konnte nichts entdecken. Aber dann auf einmal, sie weiß nicht genau, wie weit entfernt es denn gewesen sein mag, da sah sie, wie die Bäume sich bewegten, so als ob ein Windstoß sie erfasst hätte. Und diese Bewegung, die kam von Baum zu Baum immer näher. Tammy bekam es mit der Angst zu tun und sie drehte sich herum und nahm die Beine in die Hand. Aber sie war nicht schnell genug. Sie hörte, wie dieses Geräusch immer näher kam, bis es dann direkt hinter ihr zu sein schien, und dann war es so, als ob irgendetwas sie fassen würde, so eine Druckwelle, wie sie beschrieb, und dann wurde sie einige Meter durch die Luft nach vorne geworfen. Als sie auf den Boden prallte, da schrie sie laut auf, weil sie sich an der Schulter verletzte.
Unter Schmerzen, da rappelte sie sich wieder auf, aber dann kam erneut so ein Stoß, diesmal von vorne, der sie nach hinten zurückwarf. Wieder stand sie auf und dann lief sie in die Richtung, aus der sie gekommen war. Noch einmal, so erzählt sie, wurde sie von irgendetwas erfasst, das sie auf den Boden warf. Und wieder sprang sie auf und flüchtete in die Richtung, aus der sie gekommen war. Und plötzlich hörten diese, in Anführungszeichen, Angriffe auf. Aber von der Angst getrieben, da lief und lief Tammy, bis sie letztendlich dann völlig geschwächt zusammenbrach. Und vor Erschöpfung, sagt sie, hätte sie das Bewusstsein verloren. Wie lange sie nicht wach war, konnte sie nicht sagen, aber sie geht davon aus, dass es nicht allzu lange gewesen sein kann, denn als sie aufwachte, da war es halt immer noch Tag. Sie schlug ihre Wanderkarte auf, um nachzusehen, wo die nächste Rangerstation war, und dann wanderte sie mehrere Stunden lang dorthin. Sie erhielt dort Hilfe und wurde in den nächsten Ort gebracht. Da, wo das Ganze geschehen war, da gab es keine Wege, das war mitten in der Wildnis. Und Tammy sagte, sie hatte den Eindruck, als ob irgendetwas verhindern wollte, dass sie in diese Richtung weiterging. Tja, meine Lieben, wenn man so etwas hört und einfach einmal davon ausgeht, dass es so stimmt, dann ist ja die Frage, was hat sie dort erlebt? Einen Sturm im Wald? Oder kann es tatsächlich so gewesen sein, dass irgendetwas verhindern wollte, dass sie weiter in diese Richtung geht? Es gibt jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung, die einzige in diesem Video. Es kann auch sein, dass ihr keine seht, das kommt vor, aber in der Zeit könnt ihr ja einmal überlegen, was da passiert sein könnte. Bleibt dran, ich bin gleich wieder da. Ein weiterer Bericht, der stammt von einer Frau, die sich Rosetta nennt, und die war im Juli 2016 in einem Yoga-Zentrum, ebenfalls in Colorado. An einem Tag, da beschloss sie so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Wildnis zu erkunden. Sie machte sich auf einen dieser gut markierten Wege zu einer Wanderung auf. Und zunächst schien auch alles ganz in Ordnung zu sein. Eine wunderschöne Landschaft und sie genoss den Tag. An einem Baum, da sah sie einige Meter neben dem Weg ein Schild und sie war ein bisschen neugierig, was auf diesem Schild stand. Also verließ sie den Wanderweg und ging zu diesem Baum hin und der war nur einige Meter von diesem Wanderweg entfernt. Es waren ein paar Informationen über den National Forest und als sie diese gelesen hatte, drehte sie sich herum und der Weg war weg. Eindeutig befand sie sich an einem anderen Ort, als sie vorher noch gewesen war und da geriet sie in Panik. Sie versuchte sich etwas zu beruhigen und konzentrierte sich und dann ging sie ein wenig umher, um zu sehen, ob dieser Weg nicht doch irgendwo war, ob sie sich vielleicht vertan hatte mit der Richtung, aber dieser Weg, der war nicht mehr zu finden. Ihr kam gleich in den Sinn, sich nicht allzu weit von dieser Stelle fortzubewegen, an der sie war. Sie beschloss also, zurück zu diesem Baum zu gehen, an dem sie das Schild gelesen hatte, aber dieser Baum war plötzlich auch verschwunden. Sie blickte in diese Richtung aus, der sie gekommen war, wo sich dieser Weg befinden sollte, und da stand Stacheldraht. Und das bedeutete, dass sie in diese Richtung nicht zurück konnte, sondern nur noch in die entgegengesetzte Richtung. Und dann hatte sie plötzlich das Gefühl, dass sie beobachtet wird. Und das zusammen mit diesem Stacheldraht, das brachte sie dann richtiggehend in Angst. Sie versuchte dieses Gefühl so gut sie konnte zu unterdrücken, denn sie wusste, wenn sie jetzt in Panik gerät, dann würde das Ganze wahrscheinlich noch schlimmer enden, als es derzeit schon war. Ihr Bauchgefühl, das sagte ihr aber, dass sie auf gar keinen Fall in diese Richtung gehen sollte, die ihr als einziges blieb. Dann fiel ihr ein, dass sie ihr Handy bei sich trug und sie spielte mit dem Gedanken, die Polizei zu informieren oder ihren Mann anzurufen, aber irgendetwas sagte ihr, dass sie das lieber nicht tun sollte. Dann hörte sie aus der Ferne Stimmen und sie war erleichtert, weil sie dachte, wenn sie jetzt um Hilfe ruft, dann wird schon irgendjemand kommen und ihr helfen. Also rief sie um Hilfe. Aber ihr fiel auf, dass die Rufe, die sie von sich gab, irgendwie nicht von diesem Ort weggingen. Sie erzählt im Nachhinein, dass das Ganze ungefähr so war, als hätte sie sich in einem Glasbehältnis befunden oder irgendwie so etwas in dieser Richtung. Jedenfalls irgendwo innerhalb von etwas, das verhinderte, dass ihre Rufe nach außen drangen. Und dann berichtete sie, dass sie in diesem Moment den Gedanken hatte, so ist das also, wenn die Menschen verschwinden.
Ihr wurde klar, dass sie aus dieser Situation unbedingt einen Ausweg finden musste, sonst wäre sie wahrscheinlich darin verloren. Sie hatte nun die Möglichkeit entgegengesetzt, der Richtung zu laufen, in der der Stacheldraht war, aber das würde sie direkt in die Wildnis bringen, oder entlang dieses Zauns zu laufen, der in etwa in Richtung des Yoga-Zentrums führte. Also machte sie sich auf den Weg Richtung Yoga-Zentrum. Doch während sie lief, da wurden die Gräser um sie herum immer höher und teilweise größer als sie selbst. Und obwohl dieser Sommer in Colorado besonders heiß war, da befand sie sich plötzlich in so einer Art Sumpfgebiet. Etwas, das es um diese Jahreszeit dort nicht gibt. Und es wurde immer schwerer für sie, sich dort fortzubewegen. Immer tiefer sank sie mit den Füßen in diesen Morast. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, dass sie sich nur noch in Zeitlupe bewegen würde. Dieses Sumpfgebiet mit diesen hohen Gräsern, das war ihr vorher nie aufgefallen. Sie bewegte sich so schnell sie konnte und irgendwann einmal, da traf sie auf einen Pfad und dieser Pfad, der war ihr plötzlich wieder bekannt. Und da wurde ihr klar, dass sie sich mit einem Mal wieder in der Nähe dieses Yoga-Zentrums befand. Sie kam an einen kleinen See, der sich dort befand, und setzte sich auf eine Bank. Und da bemerkte sie, dass sie ganz benommen war und verwirrt. Und sie erinnert sich daran, dass ihre Augen brannten, sehr stark brannten. Und dieser Zustand der roten und brennenden Augen, der hielt sich noch ein paar Tage an. Und es war so, als hätte ihr jemand, wie sie sagt, irgendeine Chemikalie in die Augen gegossen. Ja, die Frage ist hier, genau wie in allen anderen Fällen, was ist geschehen? Was war das, was sie erlebt hatte? Und wenn sie plötzlich an einem anderen Ort war, was sollte dort mit ihr geschehen? Und wer bei diesem Gefühl, das sie hatte, beobachtete sie? In einem anderen Bericht da erzählt eine Mutter, dass sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern einen kleinen Ausflug machte. Der Weg, der führte sie zum sogenannten Klingman's Dome. Das ist eine Aussichtsplattform in den Great Smoky Mountains im Osten der USA. Der Weg dorthin, der wird als sehr einfache, leichte Wanderung beschrieben, die auch nicht besonders lang ist. Also so ein Weg für ungeübte Wanderer oder Familien mit kleineren Kindern. Und so kam sie dann mit ihrer Familie auch irgendwann einmal ganz locker voran und erreichte die Aussichtsplattform. Aber dann begann der jüngste Sohn, 6 Jahre alt, darüber zu klagen, dass er Kopfschmerzen hätte. Und die Mutter bemerkte dann, dass er auch etwas erhöhte Temperatur zu haben schien. Sie sagte also ihrem Mann und dem anderen Sohn, dass er den Kleinen schon einmal zurück zum Fahrzeug bringt und dort auf sie warten würde. Es war ja keine weite Strecke. Der Vater und der andere Sohn, die wollten noch ein paar Fotos machen. Sie nahm den Kleinen also an die Hand und begab sich zurück in Richtung Fahrzeug. Zwischendurch klagte der Junge darüber, dass seine Kopfschmerzen aber schlimmer würden und er nun auch Ohrenschmerzen hätte. Die Mutter entschloss sich, ihren Sohn zu tragen und nahm ihn auf den Arm. Eine Zeit lang trug sie ihn, aber so ein 6-Jähriger, der wiegt ja schon so ein paar Kilo und je länger man ihn trägt, desto schwerer wird er. Also entschloss sie sich, eine kurze Rast abseits des Weges zu machen. Sie setzte ihren Kleinen ins Gras und sich daneben und dann fiel ihr auf, dass totale Stille um sie herum herrschte. Es war nichts mehr zu hören. Kein Vogelgezwitscher, kein Wind, kein Rauschen der Blätter, nichts. Das kam der Mutter zwar merkwürdig vor, aber sie hatte da noch nicht den Gedanken, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Doch dann geschahen eine Reihe merkwürdiger Dinge, die sie folgendermaßen beschreibt. Sie bekam es ein bisschen mit der Angst zu tun, denn diese Situation, diese völlige Windstille und das Fehlen jedes Vogelgezwitschers, das ist in dieser Gegend bekannt, wenn ein Tornado kommt. Also wurde er etwas unwohl und sie blickte hektisch in alle Richtungen, um zu sehen, ob sich irgendetwas tut, aber nichts geschah. Nach etwa 10 Minuten, die sie dort mit ihrem kleinen Sohn gesessen hatte, da beschloss sie, dass es Zeit wäre, weiterzugehen. Als sie auf dem Parkplatz ankamen, da warteten sie noch etwas, dass ihr Mann und der andere Sohn hinzukommen würden. Irgendwann kam der andere Sohn dann auch über den anderen Weg in Richtung Parkplatz, aber sie erkannte, dass er wohl die ganze Zeit geweint haben musste. Bevor sie ihn fragen konnte, was denn los sei, da erkannte sie, dass ihr Mann angerannt kam und der war mächtig wütend. Und er begann sofort damit, sie anzubrüllen, was das Ganze denn gewesen sein sollte. Die Frau, die verstand überhaupt nicht, was gerade los war, und sie fragte ihren Mann, was denn das jetzt solle.
Es kam dann zu einem Streitgespräch, in dem sie dann erfuhr, dass der Sohn und der Mann sie und den kleinen Sohn seit ungefähr 3 Stunden suchten. Das war völlig unmöglich, denn nach ihrer Einschätzung oder nach ihrer Zeit, die sie erlebt hatten, da war sie mit der Pause, die sie machte mit ihrem Sohn, vielleicht einmal 20 Minuten unterwegs. Der andere Sohn, der erzählte ihr, dass der Vater und er diesen Weg, den sie mit dem anderen Sohn genommen hatte, 3-mal abgelaufen wären, aber sie hätten sie nicht gefunden. Nach Meinung der Mutter war dies vollkommen unmöglich, weil sie mit ihrem kleinen Sohn ja direkt neben diesem Weg im Gras saß, unübersehbar für jemanden, der dort vorbeikommen würde, und sie selber hatte natürlich auch niemanden gesehen. Verärgert stieg die Familie ins Auto und dann verglichen sie die Uhrzeiten mit der Uhr des Fahrzeugs und tatsächlich stellte die Mutter fest, dass die Uhr auf ihrem Mobiltelefon um 3 Stunden nachging. Im nächsten Bericht erzählt eine Frau von ihrem jährlichen Familienausflug an den Lake Elmanor, der befindet sich in Kalifornien. Dort traf sich dann die ganze Familie und sie machte an einem Tag mit ihrem Cousin einen Ausflug. Sie wanderten entlang eines kleinen Baches, der dort floss. Als sie eine Zeit lang unterwegs waren, da hörten sie plötzlich ein monotones Trommeln, sehr leise. Sie sahen sich um, wer da trommelte, aber sie konnten niemanden entdecken, machten sich aber weiter keine größeren Gedanken darum und gingen ihres Weges. Aber dieses monotone Trommeln, das nahm, je weiter sie gingen, immer mehr zu. Und dann war es so, als ob dieses Trommeln aus allen möglichen Richtungen käme. Sie konnten überhaupt nicht mehr ausmachen, von wo genau es denn herstammte. Und es wurde lauter und die beiden verfielen so ein wenig in so eine Art Rauschzustand, aber sie gingen immer weiter diesem Weg nach und dann kamen sie an einen Wasserfall. Und neben diesem Wasserfall, da führte ein Weg diesen Berg hoch, wo der Wasserfall dann runterkam. Das Trommeln, das wurde immer lauter und schneller. Und sie stiegen dann schon ein wenig benommen diesen Weg hinauf. Auf halbem Weg, da schaute die Frau hinunter und sie sah diesen kleinen See, in den der Wasserfall hineinstürzte und diese funkelnden, bunten Steine auf dem Grund. Dieser Anblick, der war in diesem Moment ganz besonders schön für sie. Und plötzlich sagte ihr Cousin zu ihr, »Ich glaube, wenn wir weiter hinaufgehen, werden wir nie wieder zurückkommen.« Und das war exakt das, was sie in diesem Moment dachte. Sie lösten sich sozusagen ein wenig aus dieser Benommenheit und liefen so schnell sie konnten von diesem Ort weg, zurück dahin, wo sie hergekommen waren. Nach einiger Zeit erreichten sie den Platz, an dem sie gestartet waren, und sie grinsten sich an und ihr Cousin sagte noch, wir haben schon dolle Fantasie. Aber in diesem Moment, als er das sagte, da hörten sie aus Richtung des Wasserfalls einen lauten, unheimlichen Schrei. Und da packte sie erneut die Angst und sie liefen so schnell sie konnten zurück zu den Eltern, zum Zeltplatz. Was konnte das gewesen sein, das die beiden jungen Leute da erlebt haben? Ein monotones Trommeln, das die beiden in so eine Art Trance versetzt hat, das immer lauter wurde, je näher sie sich einem bestimmten Ort näherten. Und was wäre geschehen, wenn sie wirklich den restlichen Weg zurückgelegt hätten, hoch zum Wasserfall? Wären sie dann wirklich nie wiedergekommen? All diese Geschichten, die vermitteln den Eindruck, als gäbe es irgendetwas, worin sich Menschen verfangen und dann den Weg zurück in unsere Realität nicht mehr finden könnten. Die Frage ist nur, wie real ist das, was sie dort meinen, erlebt zu haben? Gesetzt den Fall ist, diese Berichte sind alle wahr. Was kann es dann sein, dass diese Menschen erlebt haben? Wie seht ihr das? Wie ist eure Meinung dazu? Oder seid ihr vielleicht der Meinung, die haben da gar nichts erlebt, sich vielleicht etwas eingebildet, aber in Wirklichkeit ist dort gar nichts passiert? Oder denkt ihr sogar, die erzählen das einfach nur so? Es gibt da zwar kein Geld für und kein Fame, gar nichts, aber vielleicht wollten sie einfach eine nette Geschichte erzählen. Vielleicht sind das aber auch diese Dinge, die dazu führen, dass Menschen auf merkwürdige Weise verschwinden und die dann zum Schluss zu diesen Missing 411-Fällen werden, wie Polides sie schildert. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Dinge zu betrachten. Und wenn ihr mögt, dann schreibt eure Meinung mal in die Kommentare.
Und wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.